Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis entgegen den Gepflogenheiten dieses Hauses darf ich in meine Anrede auch die Vertreterinnen und Vertreter des Staates Israel und des jüdischen Lebens, die am heutigen Tage hierher gekommen sind, einschließen. Ich bedanke mich bei der CDU-Fraktion für diese aktuelle Debatte am heutigen Tag, die dem Landtag von Baden-Württemberg die Möglichkeit gibt, Trauer, Mitgefühl, aber auch Entschlossenheit zu demonstrieren. In dieser schweren Stunde für das Land Israel, dieser schweren Stunde für alle Menschen jüdischen Glaubens in der Welt und auch einer schweren Stunde für alle, die Frieden in dieser Welt möchten. Zunächst kann man nur feststellen, wie entsetzlich diese Bilder sind aus Israel, wie schwierig es ist zu fassen, was da vonstatten gegangen ist, dass friedliche Menschen, dass Zivilisten am Feiertag aus ihren Häusern gezerrt, erschossen, entführt werden, dass junge Menschen, die friedlich feiern, überfallen werden und hingemetzelt. Diese fürchterlichen Bilder, Frau Präsidentin, rechtfertigen natürlich, dass wir am heutigen Tag dieses ansprechen und auch in einer Schweigeminute der Opfer gedenken. Für uns Deutsche, auch für den Landtag von Baden-Württemberg, hat das Ganze noch einmal eine andere Dimension. Wir wollen nicht und wir werden nicht vergessen, was von deutschem Boden im vergangenen Jahrhundert ausgegangen ist. Die Shoah, die jetzt gelegentlich verglichen wird mit den Ereignissen der letzten Tage. Ich tue mich ehrlich gesagt schwer damit, denn die Dimension der Shoah rechtfertigt eigentlich keine Vergleiche. Aber es ist ja richtig, dass seit der Shoah es solche Verbrechen gegen Zivilisten jüdischen Glaubens nicht mehr gegeben hat. Und diese historische Verantwortung erlegt uns auf, am heutigen Tag deutlich zu machen, dass wir solidarisch zu den Menschen in Israel stehen, dass wir solidarisch zum Existenzrecht des Staates Israel stehen und dass wir auch solidarisch zu den Menschen jüdischen Glaubens stehen, die unter uns leben und die möglicherweise von manchen bedroht werden, die jetzt in Deutschland diese Ereignisse nutzen, um ihre Freude zu bekunden und dann möglicherweise auch Menschen jüdischen Glaubens und jüdische Einrichtungen anzugreifen. Und da ist es notwendig, dass das Parlament des Landes Baden-Württemberg sehr eindeutig das Signal setzt, wir stehen an der Seite Israels und wir stehen an der Seite der jüdischen Menschen, die unter uns leben. Wenn es zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland zählt, das Existenzrecht des Staates Israel nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu schützen, dann ist es notwendig, am heutigen Tag dieses Signal zu setzen. Am heutigen Tag jede Hilfe, jeden Schutz anzubieten, zu dem die baden-württembergische Landespolitik in der Lage ist, aber auch deutlich zu machen, dass wir unseren Beitrag dazu leisten wollen, dass die Menschen im Nahen Osten dauerhaft in Frieden leben können. Und es ist ja kein Zufall, dass dieser Terrorangriff
in dieser Zeit stattgefunden hat. In einer Zeit, wo es zarte Annäherungen gibt zwischen dem Staat Israel und arabischen Ländern, die eigentlich über Jahrzehnte als Erzfeinde des Staates Israel galten, wie etwa Saudi-Arabien. In dem Moment, wo es sich abzeichnet, dass da eine Annäherung stattfinden könnte, die einen Beitrag dazu leistet, dass wir im Nahen Osten vielleicht zu einem dauerhaften Frieden kommen, zu einem solchen Zeitpunkt dieser Terroranschlag. Da wollte man auch ganz gezielt den Friedensprozess torpedieren. Das zeigt, dass dieser Hamas-Terrorismus jetzt nicht ein Freiheitskampf ist palästinensischer Menschen, die sich unterdrückt fühlen und die so quasi in einer Notwehrsituation zu den Waffen greifen, sondern da geht es ganz gezielt darum, dass eine Terrororganisation, die sich aus Hass und aus Gewalt nährt, um ihre Nahrung fürchtet. Da will man den Frieden torpedieren, weil man vom Konflikt und weil man vom Terror lebt. Und das muss sehr deutlich gemacht werden, dass es nicht darum geht, in irgendeiner Form nun solidarisch zu sein mit den Menschen in Palästina, im Gazastreifen, im Westjordanland oder wo auch immer, sondern dass diese Leute eben keinen Frieden wollen. Und dass auch die Menschen im Gazastreifen, dass auch die Menschen in Palästina im weitesten Sinne, dass die darunter leiden, was diese Hamas tut. Diese Hamas kämpft nicht nur gegen Israel, sondern sie ist auch eine Terrororganisation, die den Palästinensern schadet. Und da muss man auch über die Rolle des Iran reden. Offensichtlich ist es ja so, dass es dort Drahtzieher gibt, Geldgeber, die genau dieses nicht wollen, die genau fürchten, dass es zu einer Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien kommt, was möglicherweise dann den geopolitischen Ambitionen des Iran in die Quere kommt. Und das muss man sehr deutlich machen, das muss man sehr deutlich sagen und darauf muss man dann auch gemeinsam reagieren. Das ist nicht die Aufgabe des Landtags von Baden-Württemberg, das ist die Aufgabe der Europäischen Union, der Vereinten Nationen, aber es ist schon unsere Aufgabe zu sagen, dass wir das sehen und dass wir von der Politik auf deutscher, auf europäischer, auf internationaler Ebene erwarten, dass man hier diesen Beitrag leistet und dass man die Drahtzieher auch benennt, meine Damen und Herren. Unser Ziel ist es, dass die Menschen in Israel in Frieden leben können. Unser Ziel ist es aber auch, dass die Menschen im Gazastreifen, im Westjordanland, im Nahen Osten insgesamt in Frieden leben können. Und deshalb, Kollege Stoch hat es angesprochen, kann man nicht nur einfach sagen, wir geben da kein Geld und keine Unterstützung mehr hin, sondern wir müssen uns anschauen, wo profitieren Terrororganisationen von Hilfsleistungen, die müssen wir beenden. Aber wir müssen auch den Menschen helfen, die unschuldige Opfer dieses Konflikts geworden sind, weil sie von Terroristen in Mithaftung genommen werden und weil diese Terroristen auch ihnen ihre Zukunft verbauen, weil sie keinen Frieden wollen. Für uns in Deutschland, Herr Ministerpräsident, Sie sprachen von wehrhafter Demokratie. In der Tat ist die eine Seite der Medaille die Solidarität mit und der Schutz für jüdisches Leben und jüdische Einrichtungen.
aber auf der anderen Seite auch eine glasklare Haltung gegenüber denjenigen, die in unserem Land glauben, diesen Terror verherrlichen zu können. Wir dulden keinen Antisemitismus in diesem Land. Das ist Teil unserer Staatsräson, genauso wie das Existenzrecht des Staates Israel. Und deshalb muss man mit aller Härte des Gesetzes gegen diejenigen vorgehen, die Terror verherrlichen, die Terror unterstützen wollen, die den Friedensprozess im Nahen Osten nicht wollen. Und da kann man durchaus, dort wo es möglich ist, diejenigen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, auch ausweisen. Und wenn es notwendig ist, hier Gesetze nachzuschärfen, dann sage ich in aller Deutlichkeit, sind wir auch bereit, Gesetze nachzuschärfen. Und darüber hinaus aber gibt es auch welche, die sich an diesen Aktionen beteiligen, die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Und da ist es notwendig, mit allen Mitteln, die das Strafgesetzbuch hier vorsieht, gegen diese Leute vorzugehen. Es darf keine Toleranz geben gegenüber denjenigen, die in Deutschland diesen Terror verherrlichen, keine Toleranz gegenüber Antisemiten, keine Toleranz gegen Verherrlicher des Terrors. Wir trauern um die Opfer. Wir fühlen mit denjenigen, die Menschen verloren haben, die um Entführungsopfer bangen. Wir hoffen, dass diejenigen, die entführt worden sind, unversehrt freikommen. Und wir tun alles für das Existenzrecht des Staates Israel, für die Unversehrtheit jüdischen Lebens in Deutschland und soweit es geht, für in möglichst naher Zukunft Frieden im Nahen Osten für alle Menschen, die dort leben. Herzlichen Dank.